Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ich bin Elena Pavlova, die konsultierende Astropsychologin, und heute geht es um den Vollmond. Ich habe beinahe gesagt Neumond. Nein, also den Neumond im Zwillinge haben wir hinter uns, und somit wird der nächste Vollmond am 14.06. um 13:51 Uhr nach Berliner Uhrzeit im 24. Grad stattfinden. Es ist so, dass wir wissen bestimmt schon Bescheid, dass zu dem Vollmond muss etwas abgeschlossen werden. Dieses Neumond, das ist eher philosophisch, statt einem Vollmond, wo man unbedingt etwas durch das Handeln verändern sollte. Deswegen, es kann sein, dass gewisse Themen etwas abstrakt gefasst werden, aber das ist nun mal die Energie der Schütze, und das ist dann mehr über Denkprozesse, über die Einstellung zu dem eigenen Leben, zu dem eigenen Ich und ich in meinem Leben, wie kann ich mich in meinem Leben repräsentieren. Und so geht es hauptsächlich um diesen Themen bei diesem Vollmond. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wir eine gewisse Schwierigkeit verspüren könnten, wenn wir festlegen wollen würden, womit soll ich abschließen. Das ist nämlich nicht so wie bei Stier oder bei Steinbock, wo man das etwas konkreter definieren kann. Hier geht es wirklich um die Ideen, die dich dein lebenslang begleitet haben oder in gewissen Lebensabschnitten, und sie sollten jetzt nun mal durchgedacht werden und auf die Aktualität überprüft werden. Es ist so, dass noch ein Merkmal zu dem, was du abschließen könntest. Also bevor du das abschließt, wäre es gut zu wissen, wann das angefangen hat. Und zwar der letzte Neumond im Schütze hat stattgefunden am 4. Dezember 2021. Das war damals auch zu demselben Zeitpunkt der Sonnenfinsternis. Also du kannst dir die Zeitperiode von dem 4. Dezember 2021 bis 14. Juni 2022 anschauen. Welche Ideen, Idealen, Fantasien, Träume dich damals besucht haben, du dich an an was hast du dich damals gerichtet? Und es ist halt wichtig, dass du dich darüber Gedanken machst. Möchtest du diesen Leitstern von damals, vom Ende 2021, weiter als dein Leitstern mitnehmen in deine Zukunft, oder möchtest du daran was ändern? Es ist so, dass wenn ein Vollmond im Schütze stattfindet, müssen wir natürlich mal anschauen, was mit dem Herrscher von dem Schütze los ist. Und Herrscher von Schütze ist Jupiter. Ich habe schon ein Video aufgenommen, ist ja auch auf meinem Kanal zu sehen, über den Jupiter, der vor kurzem sein Zeichen gewechselt hat und befindet sich derzeit weiterhin im Widder. Das war und beziehungsweise das bleibt immer noch eine Zeit, wo es um ich geht. Widder, das ist das erste Tierkreiszeichen, und es geht immer um unsere Persönlichkeit und darum, wie wir uns repräsentieren. Wie wir unsere Leistungen präsentieren, wie unsere Ideen in Gesellschaft, in Partnerschaft oder unter den Kollegen angenommen werden, beziehungsweise ob sie überhaupt wahrgenommen werden. Also das sind diese Themen. Es ist auch wichtig, sich zu hinterfragen, die Philosophie des eigenen Lebens. Weil wenn es um Schütze geht, es ist Religion, Philosophie, das sind die Leitsterne, die uns wirklich dazu bringen, dass wir früh morgen aufstehen, und wenn wir gewisse Ideale oder Träume haben, das gibt uns sehr viel Kraft, uns auch viel Mühe zu machen, um etwas zu erreichen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es geht sehr viel auch darum, um Respekt. Ob wir uns als Persönlichkeit respektiert von anderen Menschen fühlen, ob wir den Respekt auch den anderen gegenüber schenken. Es geht hier auch viel darum, dass man versucht, anderen zu hören.
Ich weiß, ich erzähle jetzt warum, denn zum Zeitpunkt des Vollmondes bildet sich ein Tauquadrat. Das bedeutet, zwischen dem Mond und Sonne besteht eine Opposition. Und die Spitze des Tauquadrats, also es nennt sich Quadrat, aber eigentlich das ist ein gleichschenkliches Dreieck, der aus einer Opposition besteht, zwischen Mond und Sonne. Und die Spitze mit dem Neptun. Also sozusagen den Konflikt zwischen Mond und Sonne, zwischen dem, kann man dadurch ein bisschen auflösen, wenn man die Energie des Neptuns auslebt. Wenn es um Oppositionen und Quadraturen geht, es geht immer darum, dass es ist viel Energie. Dann kommt es noch dazu, dass es Vollmond ist. Und während des Zeites, zu dem Zeitpunkt des Vollmondes sind wir sowieso alle überemotional. Und dann kann man diese Spannung durch den Neptun lösen. Wir haben schon sehr viel über Neptun gesprochen und wir wissen mittlerweile jetzt, dass Neptun, das ist auch ein Planet, der mystisch sein kann, der sehr viel mit unseren tiefgründlichen Bewegungsgründen zu tun hat, der mit unserer Seele zu tun hat, vielleicht sogar mit unseren Schattenseiten und auf jeden Fall mit unserem Unterbewusstsein. Es kann jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen, aber es wäre wirklich schön, dass wenn wir versuchen, während, also ein paar Tage davor, ein paar Tage auch nachher und natürlich während dieses Vollmondes, also auf jeden Fall nicht mit Medikamenten und anderen berauschenden und alkoholischen Mitteln zu experimentieren und auf keinen Fall zu übertreiben. Es ist sehr wichtig, dass wenn wir verspüren, dass zum Beispiel, Sie haben irgendeine Idee und einen Vorschlag. Sie haben diese Idee geäußert und Sie merken, dass diese Idee keinen Nachklang findet, keine Unterstützung findet. Es wäre ganz wichtig, dass Sie da nicht explodieren oder nicht sofort denken, dass, naja, okay, gut, dann wird das nichts. Sie können das dann auch später realisieren. Bloß es ist ganz wichtig, dass während diesen Tagen wir miteinander respektvoll umgehen. Denn Jupiter mag natürlich Transformationen und er mag auch erweitern und er hilft uns auch dabei, dass wir unseren Prozess immer wieder weiterentwickeln. Aber Jupiter, wenn man ein bisschen fanatistisch wird, kann uns dazu beitragen, dass wir so stur unseren Stern folgen wollen, dass wir wirklich rechts und links nichts mehr sehen. Das kann tatsächlich passieren, denn Schütze, das ist auch ein Zeichen, der sich ein bisschen schwer tut, um andere Autorität zu schenken. Also ihr wisst ja, manchmal bekommt man solche Fragen, dass man gefragt wird, wem respektierst du oder welche Person in deinem Leben hat, also schenkst du da deine Autorität oder du nimmst als eine autoritäre Person wahr. Und Schütze, das ist ein Zeichen, der nach dem Motto geht, nee, also dass ich und irgendjemand für mich eine Autorität? Nein, ich weiß selber alles besser, wie was gemacht werden muss und ich komme selbst mit allem klar. Und diese Sturheit kann zum Zeitpunkt, insbesondere vom 14. Juni, nochmal auf die Spitze gedreht werden. Deswegen, falls ihr wirklich irgendwelchen Ideen äußern müsst, dann ihr habt das im Hinterkopf. Vielleicht tatsächlich während diesen Zeitpunktes sind wir alle ein bisschen nicht ganz in der Lage, die Realität einzuschätzen. Wir werden da zu emotional reagieren. Heißt das nicht, dass Sie sofort allen sagen müssen, naja, okay, gut, wenn du mich nicht unterstützt, dann bist du kein Freund mehr für mich, sondern versucht, die Augen offen zu halten und auch die Ohren offen zu halten, damit sie zumindest diese vielleicht sogar Kontraargumente sich anhören. Wenige Tage später wird sich dieser Tau-Quadrat lösen und dann könnt ihr zu dem Thema nochmal kommen, um sich das nochmal anzuschauen. Das ist das eine. Und nochmals möchte ich zurückkommen auf das Tau-Quadrat zwischen Mond, Sonne und Neptun. Dieser Tag, es ist Dienstag,
Ich weiß nicht, wie wir Menschen, die arbeiten, es schaffen müssen und vor allem noch um 13:51 Uhr, also es ist wirklich Mitte des Tages und irgendwie müssen wir uns entspannen und am liebsten noch meditieren oder spazieren gehen oder schwimmen gehen, vielleicht irgendwelchen Prozeduren, was mit Wasser verbunden ist, unternehmen. Aber es wäre wirklich sehr schön, wenn wir dazu uns wenigstens mal eine halbe Stunde nehmen, um kurz mal abzuschalten und einfach sich auszuruhen. Vielleicht können Sie damit auch schon am Montagabend anfangen, damit der Dienstag maximal entspannt vergeht. Natürlich habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Diesmal sind es drei Fragen, die du dir stellen kannst, damit du für dich den Sinn diesen Vollmondes besser verstehst und für dich die Energie diesen Vollmondes nutzen kannst. Also die Frage Nummer eins, sie werden wie immer unter dem Video aufgeschrieben. Was ist der Sinn meines Lebens? Also warum stehe ich früh morgen auf? Dieser Sinn, also wir denken vielleicht nicht jeden Tag darum, aber jeder von uns hat garantiert einen Traum oder ein Ziel und versuch mal, sich so zu hinterfragen. Also vom 4. Dezember 2021 bis 14.06.2022. Es ist schon knapp halbes Jahr vergangen. Und wenn du tatsächlich deinen Traum hast und dieser Traum ist immer noch bei dir geblieben, dann frag dich, wie viel hast du dafür bis jetzt geleistet? Was hat dich davon abgehalten, mehr zu leisten, beziehungsweise überhaupt angefangen, um etwas in diese Richtung zu machen? Das war die erste Frage. Was ist der Sinn meines Lebens? Zweite Frage, wo liegt mein Horizont? Es ist tatsächlich so, dass der Mensch kann viel mehr ausleben, erleben, als er sich das vorstellt. Vielleicht macht es Sinn, die eigene Horizontlinie ein bisschen nach weiter zu verschieben, um noch mehr zu sehen, was auf dich zukommen kann und was du alles in dein Leben reinlassen könntest. Und die Frage Nummer drei, was ist Vision meine Zukunft? Also wenn du die beantwortet hast, was ist der Sinn deines Lebens jetzt? Wo ist dein Horizont? Und dann kannst du sich Gedanken machen, wie dein Leben in einem Jahr aussieht oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Du kannst dich sogar vorstellen, wie würde dein Leben aussehen, wenn dein Traum in Erfüllung geht. Wie ich schon sagte, Neptun ist mit dabei, Mond ist mit dabei. Das ist alles, also auf jeden Fall Neptun. Der ermöglicht uns, gewisse Visionen bildhaft wahrzunehmen. Dabei ist diese Energie sehr spannungsgeladen. Aber diese Spannung gibt uns Energie. Das ist so wie ein Anstoß, damit wir gewisse Schritte machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich mit deinem Zukunftsbild, Zukunftsvorstellungen jetzt schon auseinandersetzt und einfach mal bisschen zurückblickst zu dem Dezember letztes Jahres und sich hinterfragst, bist du auf dem Weg dahin? Wenn nein, dann vielleicht musst du dir etwas unternehmen, damit du dich schon langsam Richtung deiner Ziele ausrichtest. Das ist jetzt das Video über den Vollmond und es kommt jetzt noch eine Reihe von weiteren Videos. Über die Videos von Motivationsmotschaft werde ich diesmal nicht nach Tierkreiszeichen machen, sondern nach den Elementen, sprich Feuer, Wasser, Erde und Luft. Mehr dazu erzähle ich dann in dem entsprechenden Video. Bleibt gesund und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.